die Zahlen hier verwenden. Ist das vielleicht hier ein Rätsel? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 4, vielleicht minus 4, 1, 2, 3, 4. Ja, und, nein, das stimmt wohl nicht. 4, 5, 6, 8, 9, 10. Dann haben wir nochmal 10. Dann haben wir die L. Und die 9. Schwierig, schwierig, schwierig. Die Tür ist abgeschlossen. Schauen wir uns mal wieder weiter um. Ich glaube, hier am Lautsprecher können wir nichts mehr machen sonst. Schön auch hier der Holzrollstuhl. Hier haben wir, glaube ich, nur die Leute. Der Wasserfall, das ist der Kinderwagen, das Fenster. Den Lautsprecher haben wir noch, mit dem wir nichts anfangen können. Wofür könnte denn das Erziehungsbuch gut sein? Und was könnten wir denn mit einer Feder machen? Die Frage der Fragen ist, wie kommen wir jetzt weiter? Wir haben jetzt zwar die Kammer geöffnet, jedoch bringt uns das kein Stück weiter. Können wir vielleicht den Luftballon platzen lassen? Scheint nicht so. Wir haben doch jetzt alles ausprobiert. Und was soll überhaupt dieser Fuß? Die Wasserpfütze, mit der können wir wahrscheinlich auch nichts verwenden. Wir haben jetzt 5 Unbekannte und 5 Zahlen. Die Frage dabei ist, wo können wir denn die 5 Zahlen einfügen? Könnten bringt uns alles nichts. Steht vielleicht was auf dem. Eine Feder röntgen bringt uns auch nichts. Wir röntgen mal alles. In der Hoffnung, dass sich vielleicht irgendwas ergibt. Aber auch das scheint nicht so.
Wie könnten wir denn weiterkommen? Mit einer blauen Pille, einem Erziehungsbuch, einer Feder, einem Seitenschneider und einer Lupe. So, da sind wir wieder. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt etwas geschummelt. Und zwar habe ich ein neues Spiel angefangen, oder besser gesagt, ein zweites Parallel, in dem ich mir Tipps geben lassen kann. Also nicht dieses, sondern das andere. Und wir haben den Tipp bekommen, dass wir hier, wir haben uns die Zahlen drüben aufgeschrieben in der Leichenhalle, dass wir hier die Reihen suchen müssen. Zum Beispiel die erste Zahl war 7,4. Also 7, der vierte Buchstabe wäre somit ein F. Ja, und so ging das Rätsel dann aus. Das Lösungswort weiß ich selber noch nicht, soweit habe ich noch nicht gespielt. So, schauen wir mal. In der vierten Reihe brauchen wir den sechsten Buchstaben. Das wäre das L. Tut mir leid, aber ich bin hier gerade verzweifelt, deswegen habe ich jetzt einfach ein neues Spiel angefangen und habe mir den Tipp geholt. Ich möchte euch ja auch nicht stundenlang hier langweilen, indem ich Rätsel löse. Dann 8,2 wäre das O. Die 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 wäre noch ein O. Und die 8, 1, das wäre das D. So, ich gehe mal davon aus, das weiß ich jetzt wirklich nicht, aber ich gehe davon aus, dass dies der Name ist, den wir brauchen. Da haben wir es auch schon versaut. Also nochmal. F, L, O, D. Und somit kommen wir zur Entbindungsstation. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, dass ich den Tipp gebraucht habe. Aber ich kam halt nicht weiter. Was haben wir denn hier? Die ganzen mechanischen Puppen machen mich langsam wahnsinnig. Der Kiefer der Puppe lässt sich aufklappen, aber er klemmt. Nimm den Seitenschneider. Schade. Was haben wir hier? Sehr lustig. Ja, gucken wir uns mal die zweite. Riesige Maschinen treiben das verstörende Bild vor mir an. Schau nur die hübschen Mädchen in einer Reihe. Berühre ihre Bäuche und achte darauf, wie sie gedeihen. Puppe sich alles schön auf. Und erhalte eine großartige Belohnung drauf. So viel zu dem Thema. Ach, wir müssen wirklich alle aufblasen. Okay. Die Frage stellt sich bloß. Wie wir das Ganze anstellen. Aber schauen wir uns mal weiter um. Das Tor scheint mal wieder verschlossen zu sein. Wir kriegen Babys. Etwas in der Puppe rasselt, aber ich kann nicht sehen, was es ist. Dann schauen wir uns hier noch schnell um. Ich glaube nicht, dass es hier noch was gibt. Außer halt, dass wir hier irgendwie die Bäuche aufblasen sollen. Wie auch immer wir das anstellen. Gehen wir mal schnell zum Röntgenapparat.
5. Okay, wir haben eine 5 in diesem Baby. 9Z. 5. Dann die 9Z. Was haben wir denn noch Schönes? Eine 2. Und die 4J. Ich glaube, das waren alle. Ah, 5K. Und dann müsste doch auf der 2 auch noch was gestanden haben. Und das war die 9Z. Zwei, aber den Buchstaben konnte ich nicht erkennen. Die Frage ist jetzt, was machen wir denn mit den Buchstaben? Und wie pumpen wir alle Bäuche auf? Hier wird es wohl auch noch etwas geben. Ach, ich kann die Babys andersrum hinlegen. Okay. Das war die 2. Und dann hatten wir die 4. Ich glaube, das war das hier. Ich probiere jetzt einfach mal. So viele Möglichkeiten haben wir ja nicht. Probieren wir das hier, das hier, das hier. Ich glaube, wir brauchen doch die Farbe der Babys. So, das Grüne war die 5. Das Bunte war die 9. Das Lilane war die 2. Und das Blaue. Na? Okay. Nein. Ach, ich dachte schon, die Dose Farben haben hier die Farben der Babys, aber nein. Probieren wir mal lila. Als nächstes wäre das blaue Kind an der Reihe. Dann hätten wir das grüne. Und das Bunte. Das scheint nicht zu stimmen. Müssen wir die Kinder vielleicht trennen? Okay, wir fangen mal mit Blau an. Blau, bunt, grün, lila, das stimmt nicht. Tauschen wir lila mit grün. Das stimmt auch nicht. So, das so haben wir es gerade. Grün und lila, jetzt tauschen wir diese zwei. Und durch Zufall haben wir das Rätsel gelöst.